Das Ding hat mich wirklich fast alles gekostet. Das hat mich 5 Humanity gekostet, 5 Human Effigy, so wie sich das Ding nennt. Ja, ein paar Edelsteine hier, ein paar Heilsteine oder was auch immer das ist. Oh Mann. Ich glaube, ich gehe jetzt auch erstmal wieder zurück zu dem Feuer. Weil ich muss unbedingt für die 17.000 Steine, die ich hier, 17.000 Seelen, die ich hier habe, muss ich jetzt unbedingt, ja, irgendwas kaufen. Auf jeden Fall oder aufleveln. Ich denke mal, ich level auf jeden Fall ein bisschen Stärke auf. Weil ich habe keinen Bock jetzt hier. Und ein bisschen Human Effigies muss ich kaufen. Das ist das Wichtigste jetzt. Wenigstens 2 oder 3. Damit mir sowas wie jetzt nicht nochmal passiert. Also die Gegner sind ganz gut alleine besiegbar bisher. Wenn man weiß, wie es geht. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, bei dem Gegner ziemlich nah auf jeden Fall zu stehen, bei dem Verfolger. Sehr nah möglichst zu stehen, denn jedes Mal zu umstraven. Irgendwo das Schild runterzunehmen, wenn er nicht angreift. Und sofort das Schild natürlich hochnehmen. Um zu blocken dann, wenn er angreift. Ja, um die Ausdauer halt möglichst hoch zu halten. Das ist halt das Problem bei dem Gegner. Weil der kloppt so stark zu. Oh Mann. Das ist echt eine Krankheit gewesen. Deutlich schwerer wie der Riese. Aber ebenfalls relativ schnell tot zu bekommen, wenn man weiß, wie es geht natürlich. Ich denke mal, bei meinem nächsten Charakter, den ich dann spielen werde oder so, bei meinem anderen Charakter, geht er wahrscheinlich dann schneller tot. Wobei ein Fernkämpfer, denke ich mal, auch Probleme mit dem haben wird. Denke ich mal. Aber mit dem Hammer geht er ganz gut tot, muss ich sagen. Gott sei Dank. So. Wie gesagt, ich werde jetzt noch ein paar Sachen kaufen. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie viele Titanite Shards ich noch habe. Ich glaube, 1 hatte ich noch. Das Gute ist, man kann immer mal ein paar kaufen von dem. Ich glaube, 3 brauche ich insgesamt, um die Waffe noch ein bisschen zu verbessern. Die Waffe will ich unbedingt noch ein bisschen verbessern hier. Weil die ist echt gut hier. Die macht richtig schön Schaden. So, wir können sie sogar noch weiter verbessern jetzt mit der großen Titanite-Scherbe. Das machen wir auf jeden Fall hier. So, warum nicht? So, dann kaufe ich mir auf jeden Fall noch ein paar Pfeile. Sollten wir zumindest ein paar kaufen. So, mal 100. Kann ich jetzt hier mehr nehmen? Geht das noch mehr hier? Keine Ahnung. Naja. Was haben wir hier so? 70. So. Und für den Rest level ich jetzt auf. Und wenn da noch was übrig bleibt, oder beziehungsweise machen wir es anders. Ich hole mir jetzt sofort noch ein paar Human Effigies. Ich glaube, die sind nicht ganz so teuer. Aber die sind auch nicht unendlich hier bei der alten. Glaube ich zumindest. Ja. Oh Mann. Noch mal 3 kaufen. So. Und der Rest kriegt Level-Ups hier. Oh Mann, ich habe die Schnauze so voll jetzt hier von diesem Gegner. Das war bestimmt wieder eine knappe Stunde. Also ich bin auf die verschiedensten Art und Weisen gestorben jetzt. Ich bin von meinen eigenen Mitspielern von der Balliste erschossen worden. Ja. Bin direkt, obwohl der Gegner schon tot war, bin ich auch schon gestorben. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Gegen Ende lief es jetzt deutlich besser. Ich bin froh, dass ich jetzt aber auch noch relativ spät gestorben bin, sag ich mal. Oh, das passt ja direkt mit den Level-Ups hier. Nochmal 2 auf Stärke. Bisschen Kondition, weil ich brauche dringend ein bisschen Ausdauer noch. Ein bisschen Leben noch. Und dann passt das schon. So. Bestätigen, ja. Irgendwie bespinnt mein Controller auch teilweise ein bisschen rum, habe ich das Gefühl hier. So, und für den Rest kaufe ich mir jetzt noch 13 Pfeile. So, und dann sollten wir ganz gut dabei sein, denke ich mal jetzt hier. What? Ja, ich schon wieder. So. Ja, das Blöde ist halt der... Ach doch, die Pfeile hat er unendlich. Das ist gut. So, 13 Pfeile. Perfekt. Sehr schön. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt einen Schlüssel oder irgendwas bekommen habe. Vor Freude habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber was ich bekommen habe. Hier hinten sind, glaube ich, Schlüssel. Sollten es zumindest. Ich habe, glaube ich, keinen Schlüssel bekommen, wie es aussieht. So, dann machen wir das anders. Dann müssen wir wahrscheinlich weiterlaufen jetzt, wo der Gegner war. Gespannt, was mich noch erwartet hier in diesem beknackten Level. Es wird wahrscheinlich nicht schön werden jetzt hier. Das ist gerade mal der Anfang von dem Spiel.
Wobei ich sagen muss, bei Dark Souls ganz am Anfang, wo ich noch nicht wusste, was ich machen sollte beim ersten Spielen, fand ich das auch sehr schwer. Mittlerweile, wenn ich Dark Souls spiele, das meiste ist wirklich sehr easy. Wenn man weiß, wo alles ist und was man machen muss mit den Endgegnern und so weiter. Wird hier wahrscheinlich ähnlich sein. Wobei ich hier das Gefühl habe, die Gegner sind intelligenter. Dann braucht man halt die Menschlichkeit deutlich mehr hier. Und durch die Abzüge halt, wenn man ständig stirbt hier. Dadurch wird das Spiel halt richtig hart dann. Also ich habe es versucht mit ein paar Leuten zusammen zu besiegen, den Gegner. Das hat nicht so wirklich geklappt hier. Vor allen Dingen, weil die kaum Schaden machten, die Mitspieler. Die haben alle mit Schwertern auf den Typen eingekloppt. Das macht fast keinen Schaden. Also ich habe das Gefühl, bei dem Gegner jetzt, bei dem Endgegner, bei dem Verfolger, ist es wirklich am sinnvollsten, wenn man da vielleicht mit einem Hammer oder mit irgendeiner stumpfen Waffe drauf haut. Wo muss ich jetzt hin? Ach, hier hoch, ja. Ja, am besten mit einer stumpfen Waffe draufkloppen, vielleicht sogar vielleicht mit einer Blitzwaffe, vermute ich mal, ist vielleicht auch sinnvoll. Ich habe bestimmt 5 Human Effigies hier verschwendet oder 4 zumindest an den. Einmal bin ich an so einem Scheiß fast sogar hängen geblieben. Einmal bin ich von der Balliste erschossen worden hier, als ich genau im Weg stand. War ich sofort tot, wenn ich, wo ich getroffen wurde. Ja. Gucken, was es hier noch Schönes gibt hier. Ich glaube, hier ist aber nichts groß weiter. So, ich hoffe mal, dass jetzt hier noch ein Bonfire oder irgendwas kommt. Wobei, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn hier. Oh, hier ist ein Vogelnest, wie es aussieht. Das, ich gucke erstmal, ich glaube, das ist der vielleicht hier ein Weg, wie es weitergeht sogar. Ich glaube, ich gucke erstmal, was hier noch gibt. Oh, hier gibt es scheinbar nichts mehr, habe ich das Gefühl. Leider passiert nichts. Ist vielleicht doch besser, dass nichts passiert. Ich glaube, die Riesen, die werden bestimmt später zum Leben erwachen hier, diese Bäume. Und werden mich bekämpfen. Ärgern. Töten wahrscheinlich. Ist hier unten irgendwas noch? Ich glaube, hier unten ist tot. Vermute ich mal. Vielleicht ist hier unten ein Item. Ich weiß es nicht. Wenn jetzt wäre wahrscheinlich der beste Zeitpunkt. Ah, hier ist tatsächlich ein Item. Wäre der beste Zeitpunkt, jetzt nachzugucken hier. Okay, ein Trankleckschild. Stulpen, Gamaschen. Bin ich mal gespannt, ob das ein gutes Schild ist. Beziehungsweise gute Ausrüstung. Die Frage ist jetzt, wo ist das Zeug? Ich hab's da gerade eingesammelt, oder? Ah, hier. Oh! Das ist zwar sau schwer, aber ziemlich gut auf jeden Fall. Oh Mann, da bin ich wahrscheinlich überladen dann, oder? Das ist alles deutlich schwerer wie das Gelumbe, was ich jetzt zur Zeit habe. Deutlich schwerer. Obwohl, das ist leichter hier und besser. Das nehmen wir auf jeden Fall. Aber der Rest? Rest ist glaube ich, doppelt so schwer fast. So, und einen Helm gibt es scheinbar nicht für die Rüstung. Aber ich glaube, ich habe noch eine Waffe gefunden gehabt. Okay, das ist auch richtig gut, das Schwert. Ich glaube, das ist ein Zweihandschwert, weil es ein Großschwert ist. Und ein Schild war, glaube ich, noch dabei, wenn ich mich nicht irre. Ja, der Schild ist... Oh, ist das Stability da unten? Ich kann es sogar tragen. Oh Mann. 100. Oh, den nehmen wir auf jeden Fall. Wäre schön blöd, wenn ich den nicht nehmen würde. Komme ich jetzt überhaupt weg hier? Ach, hier unten kann ich jetzt raus. Das ist praktisch. Gut, dass ich nachgeguckt habe hier. Sehr gut. Ich glaube, den Typen können wir noch tot machen hier. Oder auch nicht. Aber jetzt. So, zack, weg bist du. So. Ja, jetzt aber hoffentlich geht's mal weiter. Und dann bitte gucken, was hier noch kommt. Was ist das hier? Das lag vor uns noch nicht. Ein Fass. Wie gesagt, bei dem Gegner ist es auch sehr empfehlenswert, wenn ihr versucht, die Estus Flask nicht zu benutzen, weil, wie gesagt, die Animation, wenn er die trinkt, meistens trifft er euch dann und das macht deutlich mehr Schaden, wie wahrscheinlich, wenn er sie nicht nehmen würdet, die Estus Flasks. Ja. Von daher, am besten nicht nehmen, am besten diese Heil-Items nehmen hier, ich weiß nicht, wie die sich nennen hier, diese Life-Gems. Ich kann mir das auf Englisch eher merken wie auf Deutsch. Weiß auch nicht. So, jetzt kommt der scheiß Vogel wieder. Hoffentlich geht es jetzt nicht ins Undead Asylum.
Mal gespannt, wo es jetzt hingeht. Ich hoffe, wir sind jetzt fertig mit dem scheiß Level hier, dass jetzt mal was Besseres kommt hier. Ich habe lange genug in dem Level jetzt rumgespielt hier. Das sind bestimmt bald 7, 8 Stunden jetzt. Wenn man die Anfangszeit hier mit den drei Alten da noch dazu nimmt. Das ist wirklich ewig. Oh, das nächste Schloss. Diesmal scheint das ziemlich linear zu sein, habe ich das Gefühl, das Spiel. Wenn der Vogel ein jetzt hier auf ohne Festung, okay, Bonfire, sehr schön. So, können wir da schon mal zurück dann, wenn wir das wollen. Aber das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Hier ist schon mal ein Stein, der geht nicht kaputt. Nicht aufgeben, dann versucht Dresche. Okay, das ist nochmal ein Tipp. Werde ich beherzigen. Verzweiflung voraus. Oh mein Gott, wenn ich das schon wieder höre hier. Zäher Feind und feindliche Horde. Ach du Kacke, wenn ich das wieder sehe hier, da kriege ich schon die Galle wieder. So, komm mal her hier. Obwohl, ich kann nicht gar nicht erreichen, wie es aussieht. Erz voraus, okay. Titanite. Oh, der kommt tatsächlich zu mir hier, wie es aussieht. Vielleicht kann ich hier mit Pfeil und Bogen beschießen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll, den Typen mit Pfeil und Bogen zu beschießen. Oh mein Gott. Vielleicht ist der hier unten empfindlicher. Ich glaube es halt nicht. Na gut, wofür haben wir die Pfeile? Wenn wir den Typen tot bekommen. So. Oh, ich weiß nicht, ob der mit einem Hammer vielleicht besser... Ich habe das Gefühl, der zieht immer weniger ab hier. Sollte ich den vielleicht mal mit einem Schwert besiegen? Ich weiß es nicht. So, mal hier. Kommen wir überhaupt hier hin? Ich glaube, hier hinter müssen wir, oder? Ja, hier hoch. Ja, vielleicht sterbe ich ja jetzt gleich sofort wieder. Okay. Naja, ist doch nicht ganz so schwer. Haben wir nochmal Glück gehabt. So. Die gibt schon mal ganz ordentlich Erfahrung. Ich glaube, 600... Punkte gibt es dafür, glaube ich, hier Seelen. Oh Mann. Gucken, was hier drin noch ist. Schatz voraus, okay. Okay, die Mistviecher gibt es auch wieder. Ich glaube, die tun wir lieber mit Pfeil und Bogen beschießen hier. Okay, mich beschießt ja noch jemand anders. Also ich bin nicht der Einzige hier. Oh Mann. Sollte ich die Leute erstmal, die mich beschießen, hier mit Pfeil beschießen? Wo ist der Typ? Ich sehe niemanden. Ah, da hinten. Na, dann stirbst du jetzt halt. So. Ich bin schneller wie der Schatten hier, das kannst du wissen. Trifft mich nicht mal. Ist schon ganz gut, dass ich mir jetzt diesen Pfeil hier, die Pfeile im Bogen geholt habe. Also den Pfeil hatte ich ja vorher schon. Sehr schön. So, da ist der Wichser schon mal am Arsch. Kommt jetzt jemand von hinten hier oder was? Das klingt bald so. Na, nicht. So, weiter geht's. Klar, dass das geht. Ich meine, das ist zwar nicht das Stärkste, was ich jetzt hier habe, aber es reicht auf jeden Fall aus, um solche Trottel wie hier zum Beispiel ein bisschen auf Distanz zu halten. Wenn ich jetzt da runterspringe und wieder sinnlos sterbe, dann mache ich es lieber auf die Art und Weise. Na komm, kommt raus hier und sterbt. 84 Pfeile, ich meine, das reicht. Ich denke mal, in Zukunft werde ich auch auf jeden Fall. So, der ist tot. So, ich glaube, den letzten hier, den kann ich. Oh Gott, der macht Blutungsschaden. Ah ja. Okay, irgendwas macht ja noch Geräusche. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht gleich wieder sterben werde, irgendwie sinnlos. Sieh mal, das sind auch wieder Schwarzpulverfässer hier. Die müsste man vielleicht taktisch ein bisschen besser nutzen. Dass man
man die halt hochjagt irgendwie. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Hier stehen doch bestimmt garantiert wieder irgendwelche Typen rum. Da oben sind irgendwelche Dinger. Frag mich nicht, was das bedeutet hier. Ich wette, wenn ich die Kiste öffne, da passiert irgendwas hier. Eine Falle vielleicht. Das ist schon mal nichts. Uralter Schlüssel und ein Schlangenring, okay. Das ist schon mal gut, wenn man schon mal einen Schlüssel findet hier. Das ist vielleicht sogar sehr gut. So, ein Schlangenring. Also einen Platz habe ich ja noch frei. Schlange, Dienerin, Manifestation, bla bla bla. Gier wird herkömmlich als Laster betrachtet. Ist das hier der... Ist bestimmt der Ring, der mir mehr Erfahrung gibt hier als Dark Souls, oder? So, in den Schlüssel. Oh Mann, ich fühle mich ja echt wie ein Anfänger, ey. Ja, sehr alter und sehr guten Zustand. Der könnte noch funktionieren, doch. Ja, das ist doch mal eine Hilfe, oder? Das ist doch mal eine super Hilfe. Also das ist typisch Dark Souls hier. Das kann ich euch sagen. So, hier unten ist, glaube ich, tot. Da sollte man vielleicht nicht reinspringen. Genau. Gut, dass es noch Spieler gibt, die einen darauf hinweisen. So. Das ist das Gute an dem Heilring. Also ich muss mich nicht unbedingt sofort heilen jetzt hier. Ich heile automatisch. Zwar sehr langsam, aber... Okay, hier ist schon, glaube ich, nichts mehr. Wie kommt der hier hoch? Naja. Oh Mann. Heute habe ich wieder einiges vollbracht in dem Spiel, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Bin gespannt, ob es ja auch noch so spastische Gegner wie Ornstein Smaug gibt aus dem ersten Teil. Also wenn so ein Gegner nochmal kommt in irgendeinem Spiel, egal welches Spiel, dann habe ich die Schnauze voll. Ich glaube, dann wird ja eine Pause eingelegt erstmal. Sieht auch aus wie tot. Ja, sehr viele Möglichkeiten hier zu sterben auf jeden Fall. So, hier ist schon mal... Ich guck mal überall nach. Könnte ja sein, dass man vielleicht irgendwo weiterkommt hier. So, das ist schon mal nicht die Tür, wofür wir einen Schlüssel brauchen. Wer ist denn hier? Ist das ein NPC? Sieht so aus, oder? Ja. What is it? I don't know Zorro. And you don't know me. Das ist Zorro. Things are better that way. Ja, nicht so abweisend. Ich brauche deine Hilfe und du brauchst meine Hilfe. You are an odd one. Er hat eine Maske auf. Normally people keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Luca Teal. Oh Gott. Wieder Namen, die man sich nicht merken kann. To the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. Oh, sieht hässlich aus. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. So. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. Well, you've made a point of engaging me. Ich bin einfach nur neugierig. You see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Myra, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. You are an odd one indeed. Well, you've me. I can see that I come. Don't hesitate. Gut, ich glaube, das ist so ein Mädel, was man dann vielleicht in einem Bosskampf irgendwie rufen kann. Okay, das ist schon mal eine Leiter. Aber ich komme nicht hoch hier auf der Leiter. Aber hier. Ah. Gut hineinsehen, ja. Ich will lieber nicht reinsehen hier. Ich will einfach nur leben. Leben ohne zu sterben. Erz voraus, ja. Ich habe vor uns auch schon Erz versucht zu finden. Ah, hier. Große Titanite-Scherbe. Titanite-Scherbe oder was auch immer. Ja, kann man gebrauchen, um meinen Hammer zu verbessern auf jeden Fall. Ich glaube, den Hammer, den werde ich noch eine ganze Weile behalten. Der ist ziemlich gut.
Hält viel aus. Geht nicht so schnell kaputt.